Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und ihr seht schon am Titel, ihr seht schon am Thumbnail, wir haben wieder ein Markenduell. Und zwar diesmal tritt an Chevrolet gegen Ford oder Ford gegen Chevrolet. Das könnt ihr drehen, wie ihr wollt. Und ja, wir haben wieder mal recht geile Duelle rausgesucht, beziehungsweise besser gesagt, Andy hat die ganzen Duelle mal wieder rausgesucht. Das ist ja hier unser Markenduell-Raussuch-Spezialist. Und natürlich bei diesem Duell hat er sich natürlich das nicht lumpen lassen. Zwei amerikanische Marken, das steht ihm ja ganz gut. Ja. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, begrüßen wir erstmal den Andi, den Arkois. Grüß dich. Guten Tag, ich bin der Andi, ich habe ein Alkoholproblem. Achso, nee, Moment. Das war die andere Gruppe, das kommt dann danach. Ah, schon. Ja. Ich glaube mir nicht meine Sucht. Ich weiß ja jetzt, dass wir dienstags haben, nicht mehr Donnerstag. Ja, ist ja jetzt so. Genau, der Aufnahmetag hat sich nämlich geändert. Wir haben ja immer Donnerstagabend aufgenommen, das hat sich jetzt auf Dienstag geändert. Also an all die Leute da draußen, die als jetzt donnerstags ja auf unserem Teamspeak erscheinen, nicht wissen, wo alle sind, ist jetzt dienstags. Ja gut, fangen wir einfach mal mit dem Duell an von Andy, aber ich begrüße natürlich auch nochmal recht herzlich alle, die sonst so dabei sind. Bjarne, Bumi, Handsome Huber, Higi, Murmel, Prüfer Kordel, Sigi, Simply, Tim Porsche und Tamin. Grüßt euch! Hallo! Hallo! Hallo. Richtig ausgesprochen. Hallo! Ja, stimmt. Fuck. Handsome Happer. Entschuldigung. Hätte sie nichts gesagt. Ja, wir beginnen aber auch mal mit dem Duell, wo Andi drin sitzt. Also wir haben hier einmal Chevrolet Z, jetzt muss ich selber gucken, Z06. Ja. Z28 halt. Jetzt. Ah, Chevrolet stammt. Camaro Z06. Ah, ja. Ja, 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 ist okay. Ja, ist voll verwirrend heute. Wir haben heute aus den verschiedensten Epochen die verschiedensten Kennungen. Das ist verwirrend. Ja, Z28 natürlich. Wie kann ich das nur? Ich schäme mich für eine Sekunde. Ja, schäme vorbei. Gut, alles klar. Tritt an gegen Ford Shelby 350R. Ah, das habe ich jetzt richtig gemacht. Ja, das ist ein Mustang. War mal einer. So. So, dann haben wir jetzt aber noch Chevrolet Corvette. Z28, nein, Spaß, das wollte ich jetzt einfach. Z06 natürlich, wo hier Sigi schnell in der Bondurant Driving School Lackierung unterwegs ist. Ist noch nicht so ganz entschieden, ob er der Fahrlehrer oder der Fahrschüler ist, der heute fährt. Ja, letzteres. Er tritt an gegen den Ford GT, in dem Murmel drin sitzt, und keine Sorge, wir haben die Reifenmischung wieder angeglichen, deswegen da ist dann die Corvette tatsächlich doch nochmal ein bisschen stärker, als sie das hier standardmäßig im Spiel vorgegeben ist. Und ja, jetzt wird es ein bisschen klassisch, was wir hier haben. Handsome Huber, Happer. Scheiße, Happer, ja, Mann. Weißt du, das ist, du hast mir den Namen nie, hast mich nie korrigiert, du hast immer gesagt, nee, Huber passt, aber dabei heißt er Happer. Mensch, also Handsome Happer gegen Tim Porsche. Was? Ja, die drehen an hier einmal den Chevrolet Camaro. Welchen ist er das? Welcher ist das? Ist das Supersport? Ja, irgendeiner ist es halt. Welcher ist das? Mich Haber nennen. Irgendein Camaro gegen den Ford Mustang Boss 302. Warte, ich guck mal auf meinem Spickzettel, was für einer das ist. Das ist der, ja, der Supersport. Ich glaube, ich hab's richtig gesagt. Alles klar. Das ist der Supersport. Verzeiht mir, ich bin nicht so der alten Muscle Car Kenner, aber. Hier haben wir natürlich nochmal so ein schönes Duell, ein paar Jahre jünger das Duell, 1970 sind die beiden, oder nicht beiden, nee, einer ist von 71, glaube ich, ne? Ja. Genau, der Ford ist von 71, nämlich der Ford Falcon XOD GTHO Phase 3 oder Phase 3, dann natürlich auf Englisch ausgesprochen, der tritt an gegen den Chevrolet Chevelle Supersport, oder? Müsste das dann sein? Ja, Chevrolet Chevelle Supersport 454. Wieso lasse ich eigentlich nicht dich das ansagen, wenn du doch eh der Experte davon bist? Weiß ich nicht. Ja, das du wolltest. Ja, ich weiß, ich hätte es, glaube ich, ist egal. Man muss mal auch mal ein bisschen mit Fehlern nehmen. Alle Ami-Fans hassen mich schon, ich weiß. Obwohl ich ja eigentlich die auch mega geil finde, gerade eigentlich die Camaros. Und gerade da habe ich jetzt so verkackt. Das ist typisch. Das ist halt einfach Ray. So, egal. Wir machen weiter. Ein Duell, was wir so eigentlich schon hier gegenüberstehen haben. Jetzt nochmal Generationenvergleich. Nur, dass halt die Corvette hier eben keine Z06 ist, sondern die ZR1, das ist damals ja eines der leistungsstärksten Sportwagen, die es so damals auf dem Markt gab. Da kann ich mich noch richtig gut erinnern, das war immer die absolute Referenz auf dem Trackstrip. Mal gucken, ob ich heute auf dem Trackstrip gegen den 2005er Ford GT anstinken kann. Wer den Ford GT 40 vermisst, ja gut, da gibt es halt bei Chevrolet nicht wirklich einen Kontrahenten, so wirklich, ja. Leider. So, dann haben wir ein Fahrzeug, was alle zumindest mal vom Motor her kennen sollten. Nämlich hier schlummert der 6,2 Liter V8, den man bei so vielen Fahrzeugen einbauen kann hier im Spiel mit drin. Im Chevrolet Supersport. Die Dame, die am Hintern am Steuer ist, ist auch schon ganz excited.
Und es tritt an gegen den Ford Falcon GTF 351. Ja, genau, das war's. Boah, weißt du, was für dumme Namen einfach. Guck mal, bei uns gibt's einfach so T-Klasse und M3 und das ist auch viel einfacher zu merken. So. S4. Nee, S4 gibt's nicht. Oh. So, egal. Lange genug gelabert, lang genug die Duelle vorgestellt. Alles nochmal im Detail natürlich auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise da steht auch dann schon das Endergebnis. Das heißt, wer sich nicht spoilern will, der sollte vielleicht bis zum Ende warten. Natürlich treten immer die zwei Kontrahenten gegeneinander an, die wir gerade gesehen haben. Und entsprechend sammelt jeder dann für seine Marke Punkte. Und dann gucken wir mal, welche Marke hier in dieser Ausgabe in Forza Horizon 3 am Ende gewinnt. Ich sage jetzt einfach mal, Chevrolet gewinnt. Weil ich fahre einen Chevy, deswegen muss ich das jetzt sagen. Bin jetzt gespannt, wer jetzt im 918 gleich dran steht. Was? Ich sollte keinen 918 auswählen. Wobei, man muss ja sagen, namenstechnisch sind die Amis einfach genial. Der Geist ist ja immer noch der Mercury Cougar Eliminator. Wenn du so ein Auto fährst, hast du schon gewonnen. Ja, natürlich, die Namen sind auch irgendwie cool. Nur zu merken ist es halt, wenn du da nicht voll drin bist, ist es echt schwierig, muss ich sagen. Ja, klar. Ich nehme es gerade voll lustig vor. Was fährst denn du? In Eliminator! The Eliminator. Da fehlt einer. Also bei mir stehen da. Nee, bei mir sind alle da. Ja, da stand bei mir noch. Da war bei mir auch eine Lücke kreis. Gespannt auf Siggi ab 280, wenn du den 7. oder 8. Gang in der Corvette einlegst. Was der Schuss? Ich stand ja auf dem ersten Platz. Da habe ich ja schon fast gewonnen. Ja, schauen wir mal. Na, Start. Erstmal Grip fassen hier. Ich habe direkt Grip. Gibt's nicht. Komm ja, oben rum. Ich bin noch im dritten Gang. Ich bin jetzt erst im vierten. Stop. Siebter Gang, 300. Ja, doch, das reicht. Ja, Bosse, ich hol dich auf. Ich würd gern öfter schalten. Ja, dein Problem. Ich bin Begrenzer. Ja, Mann, ja. Ich kann auch. 2 km/h. Im vierten Gang, ach, Begrenzer. Komm. Simpi hat bei mir keinen Fortschritt. Gut. Schon voller Cheater. Dippy, kommst du jetzt auch mal ins Ziel, oder? Er hat schon 101%. Naja, immerhin gewonnen. Wie das jetzt passiert ist, muss ja keiner wissen. Magie. Also gewonnen, dass du noch einen zweiten Kompressor drauf gemacht hast. Was? Dass du noch einen zweiten Kompressor geheim drauf gemacht hast. Ja. Egal. Ja. Keiner mitgekriegt. Psst. So. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Flugfähigkeit taugt. Ich bin mal gespannt, wann wir die erste ZR1 C7 Corvette hier im Spiel sehen werden. Die ist so geil. Die ist schon echt pervers. Aber hat eigentlich so rein optisch mit der alten ZR1 hier nichts mehr am Hut. Nee, gar nicht. Das sieht eigentlich mehr aus wie eine Z06 auf Steroiden oder so. Ja, ich dachte halt auch irgendwie, okay, dass du da den Kompressor siehst in der Haube. Vielleicht wieder, ist ja geil. Aber so ist auch nicht schlecht. Ui! Ich glaube auch, da könnte ein Anwärter auf die Nordschleife. Oh, war ein guter Flug, muss ich sagen. Ich glaube, ich fliege nicht mal. Ey! Weg mit der Corvette. Nein, what the fuck war das gerade? Oh, 3 Meter gesprungen. Ui! Ja. Okay. Danke. Ich bin nicht mal zu den Bäumen geflogen. Fangen wir hier an. Ja, können wir auch hier anfangen, komm. Das muss jetzt sein, oder? Wo ist mein Partner? Wo ist mein Schatzilein? Wo ist mein Mustang? Der Fahrschüler? Komm her. Hier ist der Fahrschüler. Und ich hab Parken geübt. Mal gucken. Oh, jetzt. Oh je. Jetzt komm. Oh je. Schon mal abgewürgt. Oh je. Oh je. Durchgefallen. Wobei ich denke, dass man in der Bondurant Driving School, glaube ich, nicht sowas übt. Willst du dich mit mir andenken, Huber? Ihr steht im Übrigen falsch. Ja, dann schaffen wir 250. Ey, so. Wie soll ich aus der Lücke ausparken? Ja, dann würde ich mal sagen, das erste Team 250, zweite auch 250, das dahinter
Eigentlich auch, oder? Schafft auch 2,50 oder nicht? Hab ich, ja. Nein, 2,14 schaffe ich nur. Oh, sorry. Briefekordel? Ja. Ja, also dann würde ich sagen, die ersten drei Paare 2,50, dann der Supersport und der Falcon dahinter machen 200, müssten sie schaffen. Ja, das auf jeden Fall. Und die ganz alten würde ich sagen 150, oder? Das kriegt er hin. Ja, ja, ja. Das kriegt man, glaube ich, auch hin, oder? So, alles klar, dann machen wir das so. Dann, also die letzten zwei Paare 150, das drittletzte oder das vierte 200, der Rest 250. Passt, dann go. Vorne. Bammer. Ja, ja, schon wieder abgewürgt. Und du bist schon los. Hab den Rückwärtsgang eingelegt. Oh, herrlich. Ich glaube, wir können, ja. In Horizon 2 hatten wir, glaube ich, bei Shabby. Wer zieht den nächsten Burnout? Eindeutig ich. Ja, meine Gänge sind zu lang. Jetzt kommt der Moment, wo ich eigentlich schon zweimal schalten müsste. Ja, und ich schalte und verliere mega viel Zeit, weil der Schaltvorgang so lang geht. Ich muss erstmal Geschwindigkeit einpendeln irgendwie. War eindeutig, würde ich sagen, Siggi. Hat sogar eine schöne Farbe gegeben, Prüferkordel. Warte. So, dann schauen wir doch das Spektakel an jetzt hier. Ja, wollen wir fahren? Ja, ich denke, wir können los. Steht er da drüben? Also man merkt, dass manche echt so dieses Runterschalten echt bis in den letzten Gang machen, also bis in den Rückwärtsgang. Das ist echt Hammer. Ja, das ist mit Automatik. Ach so, okay. Das ist natürlich unpraktisch. Das Getriebe kann ja nicht kaputt gehen. Aber Automatik ist ja eigentlich authentisch, weil die Amis zum größten Teil ja auch wirklich Automatik fahren. Ja. Da muss doch aber auch eine Vollbremsung hingelegt. Der ja, Hubo-Schreiber. Das sah eigentlich für den Hansam Happer ganz gut am Anfang aus, aber dann... Ja, der Happer, der wiegt halt viel. Der handsame Haber. Du nennst mich Spitzkopf. Oh, Wheelspin. Falsches Format. Waren das jetzt schon alle? Wiegt eigentlich nicht jemand mehr als 1,8 Tonnen? Mensch, habe ich muss ein neues Getriebe einbauen. Du vielleicht? Ich glaube, das sind Autos. In echt, ja. Also ich wiege schon, also so 1,7 Tonnen wiege ich halt schon mal. Nee, ich habe genau 1,8 Tonnen. Der ZR1 ist sogar echt leichter, als ich gedacht habe. Auto? Ah, ja, geil. Gehen wir es einfach mal durch. Andi? 103. Ich hab ein Problem. Ja. Ich hab nicht geschaut, wie viel. Was für ein Mr. Depp. Sorry. Ja, dann gib nochmal Gas hier. Mach halt nochmal schnell. So, dann machen wir Piane. 112. Umi. 85. Hansam Habe. 80. Egi. 112. Krass. Egal. Murmel? 119. Ich hatte okay. 99. So. Jetzt kommt Prüferkordel, aber der muss ja nochmal, ne? Ja. Das ist ja übelst komisch, dass ich 85 hatte, ne? Akzeptiere den Namen jetzt. 100 ist, dass der so einen langen Bremsweg hat, der Ford GT. So, jetzt. Frisch. Moment. Ne? Okay, das kann nicht sein. 64? Doch, kann schon sein, da wo du stehen geblieben bist, aber vorher warst du viel, viel weiter weg. Ja, ist jetzt halt so. Egal. Sigi? 99, wie gesagt. Alles klar. Simpli? 94. Den Porsche? 73. Damin? 103. Geil, ich hab 102. Oh. 10 Meter. Ja,
Ja, aber das kommt ungefähr hin bei uns, so nach ja. der Forsa-Längenberechnung. Gut, dann können wir ja zur Autobahn. Da kommt jetzt meine Königsdisziplin, hoffe ich. Mindestens einer wird draufgemeldet zur Waffe. Scheiß Umwelt. Braucht eh keine. Das war gerade wir sind ja schon. Ich will immer zum Festival fahren, warum auch immer. Ich habe irgendwie den Drang, da immer hinzufahren. Du müsstest das Auto wechseln. Ja. Wobei ich glaube, beim Geschwindigkeitstest könnte ich jetzt eigentlich ganz gut abschneiden. Also ich glaube, ich habe gute Chancen gegen dich mit deinen 4 Gängen. Ah ne, du hast ja mehr Gänge. Nur ich habe 6 Gänge, aber ja, ich bin im 4. Brauchst du nie. Wie viel hab ich eigentlich? Nein, ich habe auch 6, okay. Aber also ich fahre bis 300, fahre ich im 4. Ja. Lustigerweise weiß ich, ich weiß auswendig, was der Mustang Boss 302 schaffen müsste. Ihr holt mich eh ein. Dann. Ja, ich gebe jetzt auch schon mal Gas hier. Also ich euch echt schon mit Top Speed. Top Speed, das wird. Handsome, Hubber. Naja, so mich Oh, Murmel leckt rum, gut. Jop, merke ich gerade schon die ganze Zeit. Hoffe ich mal, dass du auch geghostet bleibst und mir jetzt nicht die Top Speed Run kaputt fährst. Max stellt sich. Der cheatet sich noch gerade 2 Zylinder nach drin. Ja, auf dem, aus, ey. Auf der Map fahren. Der portet sich hin und her. Oh. Gott, so das fährt sich auch nicht schön. So 300? Kommt die 400 305? Ich schalte mal den 5. Gang. 350? Ich habe jetzt gerade den 6. Gang 212? Sag aber nicht ab wie viel kmh. 385? Jetzt mein Leben bei der Geschwindigkeit. Gott leckt das, Halleluja. Ich fahre meinen Topspeed im 5. Gang. Ja, der Mustang dürfte weit weniger haben als ich. Okay, das war's mit dem Topspeed-Plan. Ja, okay. Ich glaube, die Zahl kann ich mir gerade noch merken. Oh Gott, 2. Yo, das leckt wie die. Na klar, zieh halt vorbei. Immer doch. Geile ist, dass die Geschwindigkeitsnadel in der Cockpit-Anzeige sogar nicht mal ausreicht. Das, was ich gerade gefahren bin, das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Bei mir steht 120. Wer ist denn das schon? Oh Gott, Tim! Jetzt kommen sowieso gleich wieder die Experten und kommen dann. Die Zahl, die rechts steht und die Zahl, die auf dem Tacho steht, die stimmen ja gar nicht überein. Und dann antworte ich einfach ganz dreist, ja, das liegt daran, dass in der Cockpit-Ansicht MPH-Anzeige ist und hier rechts ist halt KMH. Was ist denn Chantonario? Rechts ist halt die deutsche Einheit. Oh Gott, ich schwimme. Ich weiß nicht, ob, die Einheit ob das jetzt wirklich deutlich, dass sie nur in Deutschland gibt, ja. Ja, aber ja, für die meisten. Es ist ja auch typisch, dass man den Einstellungen einstellt, imperial, metrisch oder deutsch, ja. Ganz klar. Das Imperium. Deutsche Reich. So. Nice. Achtung, zwei Boote nähern sich. Ich glaube, wir können trotzdem, glaube ich, schon mal direkt anfangen, auch wenn die anderen noch unterwegs sind. Also die Linkskurve habe ich nicht geschafft. Andi? 304. Jane? 310. Bumi? 215. Handsome? Ja. Papa? 128. Was? 128? 228. Achso, ich gerade gedacht, ey. Mit welchem Rollstuhl bist du unterwegs? So. Ja, ein mit Style. Ja, ja, gut, wenn du wirklich einen Rollstuhl mit 128 wärst, wieder gut. Egal. Higi? 348. 300 oder 200? 300. 348? Ja. Really? Ja. Krass, okay. Murmel? 368, so zwei. Ja, okay, du bist ein Ford GT, der ist ja eh eine Cheater-Karre. Ja, aber 20 km/h mehr als der alte, so. Ja, das ist kein besonderer Steigerung. Gut, hast auch 2 Zylinder verloren. Und das die Hälfte im Hubraum gefühlt. Ja. Prüferkordel? 209. Igi? Mein Topspeed war 348. Auch 348? Ja. Was fährst du? Aber auch bergab natürlich. Ja, das ist ja egal. Das hat ja jeder das gleiche Chance. Wer die Corvette? Okay. Simply? 287. Den Porsche? 250. Okay, Tamin? 305 in der fetten Limousine. So, jetzt komm ich. Higi, da bist du ja schon jetzt gespannt, was ich geschafft habe, ja. Ne? 300 habe ich schon mal. Das habe ich vermutet. Die nächste Zahl ist allerdings eine 5. Oh. Und dann 0. 350.
glatt. Ganz knapp! Ja, das heißt, drei Siege für mich. Das heißt, ich kann ja jetzt beim nächsten Rennen mich schon mal zurücklehnen. Na komm, mach das. Spaß. Ja, ich würde sagen, so ein, ich weiß schon, was wir fahren. Offroad. Amis müssen wir ja, einfach, auf solchen Strecken fahren. Da können wir auch hinfahren, das ist nicht so weit. Wohin müssen wir denn? Ich fahre mal Rennen. Nicht die Route, weil ich finde die Route total Schwachsinn, weil wir einfach auf der Autobahn bleiben können für die Strecke. Also, wo fahre ich denn? Nein, Max. Ja, ich weiß, welche Strecke. Ja, die zweitbeschissenste Rundstrecke im Spiel, finde ich. Ja, gleich nach Max. Max, du leckst schon wieder. Gerade extrem vom Aber das ist halt so eine Strecke, wo halt so ein bisschen passt, würde ich sagen, zu Amis. Ich zitiere so mal kurz Wanu, die zweitbeschissenste Strecke gleich nach Max. Ja. Hat er schon richtig formuliert, würde ich sagen. Also wenn das so dick ist, dass man darauf auch Autorennen fahren kann, ey, Respekt. Ich mag's noch nie gesehen. Naja, ich bin ganz. Also wenn seine Katze dazu nimmt, dann ist es so fast so groß wie Deutschland. Na, weil ich den Maine Coon hab, oder? Weißt du, wie fett deine Katze ist? Das ist flauschig, das ist eine Maine Coon. Maine Coons sind flauschig. Weißt du, wie fett deine Katze ist? Das ist flauschig. Das sind Muskeln, das ist kein Fett. Nein, Kater. Knochen. Meine Knochen haben sich nach außen gebildet. Hoffentlich geht jetzt die Lecks im Rennen weg, weil das ist jetzt nicht schön gerade. Aber ganz ehrlich, mich wundert es nicht mal, dass die ZR1 Corvette so gut gebremst hat. Weil guckt euch mal die Teller an von der, ey, das ist echt heftig. Das ist krasser sogar wie vom neuen Ford GT. Oh, gut drauf essen. Der GT hat, glaube ich, von allen am schlechtesten hier gebremst. Aber gut drauf essen. Der neue. Ja. Wie viel hattest du? Wer hat das gesagt? 190. Sorry, Andi. Max, du hast aber, du weißt schon, wie man bremst, oder? Ich glaube, der weiß schon. Wir haben ja rechten Trigger und den Trigger gleichzeitig voll durchdrücken. Ist die Power. Nein, Max, nicht A drücken. So, sind, glaube ich, alle da. Dann können wir mal hier das einrichten. Das hatten wir doch auch schon mal, dass jemand die Handbremse genutzt hat beim Bremstest. Ja, das ging sehr gut, genau. Ja, war auf jeden Fall spektakulär. Es gab auch ein Individuum, was ABS benutzt hat. Früher ich, als ich noch nicht ohne fahren konnte. Ja, darf man ja auch. Also, jeder. Also, ich habe ABS benutzt, sorry. Nö, darf man ja auch, das ist ja auch kein Thema. Ist irgendwie. Und Automatik und Traktionskontroller. Ja. Der fährt einfach. Also, er macht es gleich wie ein Motorsport 7, dass das Auto so einfach komplett von alleine fährt und er nur Gas gibt. So, ja. Ja, man kann das sogar irgendwie Bremshilfe und so einen Scheiß noch anmachen. Ja, Lenkhilfe auch. Ja, musst du gar nichts mehr machen. Bitte, in Horizon leider noch nicht. Gas geben. Nur sagen, ob du jetzt starten möchtest oder nicht. Oder. Das ist ja, das finde ich im Motorsport so ein bisschen dämlich. Das kann man auf jeden Fall die leichtesten Fahrhilfen fahren, ohne zu fahren. Ja. Auf den leichtesten Fahrhilfen kannst du nicht selber fahren. Kannst nur Gas geben. Alles andere kannst du eigentlich nicht selber machen. Ist doch gut. Dann wurde das kein Gashilfe gibt. Halt eine dann kann Rommel auch Streckenrundfahrt, ja. Oh, geil. Manu, das ist genau dein Niveau. Nicht mal dann. Ich bin Erster. Weißt, das ist, weil du jetzt Zeit ja immer gewonnen hast. Ja, ich habe mich qualifiziert für ganz hinten, ist klar. Ja. Den Kollision an. Nee, die sind natürlich aus. Jetzt wirklich? Ja. Nein, ich mag die. Ja, Max, komm. Wurde durchfahren. Und es leckt schon wieder. Also ich muss jetzt sagen, bei der ZR1 tatsächlich, die kommt unten raus nicht so gut weg, aber wenn sie dann mal ein bisschen Speed hat, ist sie ganz okay. Keine Bremse. Keine Reifen. Wie sieht das bei der C7Z06 aus? Eigentlich ganz gut, also ich habe gute Traktion, nur halt Topspeed ist Murmel mit dem Ford GT besser. Ja, gut, Ford GT ist halt auch mehr ein Prototyp wie eigentlich ein Sportwagen, ey. Ja, aber bist auch von der Strecke runtergefallen, ne? Gott, das ist unfahrbar. Max, hör auf, dich durch die Bande zu bewegen. Das ist unfahrbar. Ja, sag ich, er ist halt ein Prototyp, der ist halt noch nicht ausgereift. Da gibt es ja einfach mal Verbindungsprobleme. Achso, was ich vergessen zu sagen habe, es gibt doppelte Punktzahl. Das heißt, die Endplatzierung plus die Rundenzeit gibt natürlich auch nochmal Punkte. Was machst du hier?
Ja, das ist da, wo ich halt gut bin im Vergleich. Sonst bist du nämlich, glaube ich, in den Kurven besser. Was macht Hegi da? Ja, ich bin zu nah an der Dings, an der Wand gefahren. Ach so. Ich dachte gerade, was leidest du jetzt hier für einen Drift in die erste Kurve ein? So Initial D-mäßig. Was? Meinst du, die überrunden uns? Kann gut sein. Ziemlich sicher. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Wenn die Hitbox von so einer Wand größer ist als die Textur. Ja, das stimmt. Dann aber so ziemlich jedes Rennspiel hat diese Probleme irgendwie. Find's halt lustig, dass die Z28 Camaro, in den Kurven hole ich euch ein, ne? Ja, eben. Schneller ist halt wie diese alten Kisten. Die... Ah, jetzt bist du weg. Ja, weg würde ich nicht sagen. Ich muss nur mal einmal mehr schalten wie du, weißt du? Es kostet auch Zeit. Ja, lieber mal schalten. Regen! Willst du mich jetzt drücken? Jawohl. Dynamisches Wetter! Das gibt's doch erst seit Forza Motorsport 7. Das ist doch die Weltneuheit. Ja, aber nee, das ist das dynamische Wetter-DLC. Boah, die fährt sich richtig geil noch. Camaro ist halt auch mega geil. Ja. Darf ich durch die Lex nur nicht wieder. Wie, jetzt hört schon wieder auf. Jetzt mich verarschen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Unterstütze ich. Und Strecke auch direkt instant wieder trocken. Juhu, dynamisches Wetter, so ist das halt. Wie in echt. Komm, den Fortgetick kriege ich noch. Ich hab vorher im Tuning-Setup nachgeguckt, wie lang meine Gänge übersetzt sind. Ja. In dieser Skala, mein sechster Gang ist nicht mehr sichtbar, der Anfang. Ja. Also. Ja, wir müssen halt mal den Spritspar-Test machen. Ja? Da hättest du dann auf jeden Fall die Nase vorne mit der Übersetzung. Ich stoppe jetzt die Aufnahme, das kann ja, wir können das Rennen gar nicht fertig machen. Ja, das war ziemlich klar. Ja, das ist halt leider bei diesen Manuellen oft mal der Fall. Da beschwert euch mal beim Murmel, ja? Der muss sie ja wieder hier so übertreiben. Ja, Max. Entschuldigung. Mensch, bessere Zeit als sofort getickt. Ja, Camaro ist halt. Ja, Camaro ist halt schon. Ja, vor allem, das ist ja Z28. Wenn du bedenkst, wir haben ja noch die Ding, ne? ZR1. Ne, ZL1. ZL1. Ja, ich bin so da. Nicht letzter. Muss ich auch mal gut schauen hier. Ich bin stolz auf dich, Ray. Ja, dankeschön. Eine Runde Applaus. Wobei eigentlich, ja, muss man ja schon ehrlich sein, von der gesamten Fahrperformance, also was Kurvenfahren und so weiter angeht, ist die Z28 eigentlich die bessere, weil die ZL1 ist eigentlich eher die Power Camaro. Nicht, dass die nicht Kurven fahren könnte. Auch das ist richtig. Wobei mit der neuen ZL1. Ja, das ist ja wie bei der Corvette. Die neue ZR1, ne, ist auch nicht nur noch Power. Ist auch mittlerweile Kurven fahren, allein mit dem Heckflügel und so weiter. Ja, gut. Läuft ja gerade ganz gut für mich. Zu gut. Ja. So. Wobei, das Lustige ist ja, ich bin ja, als wir das Duell gemacht haben, das letzte Mal in Horizon 2, wurde mir gesagt, bin ich auch schon die ZR1 Corvette gefahren. Deswegen, da habe ich ja quasi einen Vorteil. Da hast du den Ford GT genauso versägt. Du merkst, also Higi, du hattest von Anfang an keine Chance heute. Ja. Hätte ich doch die neuen genommen. Nein. Wobei eigentlich auch nicht. Ja, nee, ganz sicher ist deiner nicht teurer. So. Nein, Boomi, einfach nein. Ich brauche mich jetzt mal, sonst geht's zu lang. Juhu. Straßenrennen. Ist gesetzt. Oh mein. Nein, das ist nicht die Strecke. Okay. Oh Gott, viel zu viel gerade. Da kann ich euch da gar nicht aufholen. Ja gut, bei den Straßenrennen hast du immer zu viel gerade. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Straßenrennen, was wenig gerade ist. Das ist eine brutale Front. Hey, wo ist mein Ford GT hin? Meine brutale Front. Die hat ja immer noch ein paar Kurven. Warte mal, ich guck grad mal, wo die ist mit mehr Kurven. Die Kotflüge einfach nur von der Z28. Da mach ich einen Screenshot. Naja, das passt alle mega viel geraden. Okay, nicht in die Innenansicht gehen, das sieht. Okay, wir können auch die fahren. Pass auf, die mal. Die ist, glaube ich, ganz. Die fahren wir nämlich so gut wie nie. Nein! Ja. Nochmal neu porten, yay! Yes. Ja, ne, wir haben es geschafft. Die ist ja noch mit noch mehr Topspeed. Du willst ja auch, dass ich verliere. Die ist überhaupt nicht mit mehr Topspeed. Die hat ja viel mehr Kurven. Ja, aber viel mehr schnelle Kurven.
Ja, wir können auch die da unten fahren, die hier. Das Schiff. Nee, wir fahren jetzt einfach die hier fertig. Genau. Die sind alles so, die Straßenrennen haben immer, die haben immer mega viel. Okay. Wir nehmen jetzt Kiva Valley Lake. Wir fahren jetzt Kiva Valley, ja. Good. Seeschleife aber. Lake Loop. Lake Loop. Was für Flutloops? Ja. Es hat ja jetzt auch tatsächlich jeder ein V8, ne? Bis auf einen Außenseiter. Ja, wer? Geht auch sonst der Außenseiter. Und der gewinnt halt alles fast. Ich finde meinen V6 im Ford GT viel cooler. Das hast du jetzt nicht gesagt, weg. Ja, weißt du, würde in dem Motor nicht Eco drinstehen, ja? Würde ich dann auch noch sagen, okay, aber so. Was hast du denn gegen den EcoBoost? Das ist doch kein Nitro. Man könnte das Eco im Namen streichen und den nur Boost nennen, dann wäre es auch cool. Ja, aber so ist es leider nicht. So. Oh, mein Auto kann fliegen. Durch den Boden. Das ist nichts Neues. Das ist schön. Was ich ja Mustang geil finde, die haben bis heute die Seitenlinie beibehalten, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Ja, beim neuen kann ich gar nicht sagen, leider. Das finde ich beim Fiat 500 auch richtig gut gemacht. Ja, ich finde aber der Ford GT, der neue, der hat seinen eigenen Charme. Bis auf, dass er extrem aussieht wie so ein Prototyp im hinteren Bereich durch diese Luftöffnung, diese extrem, finde ich aber die Grundform und die Grundoptik passt eigentlich super. Warum muss ich eigentlich schon wieder als letzter starten? Das ist so ein Stück. Und ich als erster. Das geht gar nicht. Und dann achten Sie auf den Verkehr, Jungs. Ich bitte drum. Achtet auf den anderen aus. Sag ich doch nicht. Mittel. Wart, Higi. Ausprobieren. Okay, nice. Ist aus. Aus. Kollision mit fremden Autos haben wir da auch. Ach du. Da vorne leckt sich schon einer wieder durch die Gegend. Ich glaube, Max wird zum neuen Marvin. Ich glaube auch, ja. Das ist das erste Mal in der Aufnahme, dass ich so große Verbindungsprobleme habe. Wie wäre es, wenn du irgendwie deinen Download im Hintergrund abbrichst, was auch immer drunter liegt? Ich glaube, meine Eltern streamen gerade drüben wieder. Die streamen gerade auf was? Ja, okay, was? Kann ich verstehen. Nee, auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime streamt die, okay. Max, bitte wiederhol diesen Satz nochmal. Nein, scheiße. Die schauen sich gerade das Amazon Prime an. Oh, ich hab's jetzt wieder gemacht, Higi. Zum Glück. Habe ich aus deinem WLAN gelernt, direkt. Ich komme mit den Gängen nicht so ganz zurecht. Naja, also man muss auch dazu sagen, auch an die Zuschauer, Higi im Ford GT hat halt ein großes, massives Problem im Ford GT. Der Murmel hat auch ein großes Problem im Ford GT, aber bei Higi ist das Problem, dass der extrem lang übersetzt ist. Das heißt, er kann aktiv 4 Gänge nutzen und das ist halt einfach zu wenig irgendwo. Richtiger Ami halt. Alles halt die Strecke, wo so ein scheiß Finish hat, ne? Ich kann sagen, theoretisch, wenn ich genug Leistung hätte mit dieser Gangübersetzung, würde ich bestimmt ohne Probleme 450 fahren. Ja, wahrscheinlich 500 oder so. Ja. Ja, dann fließt! Nein! Ach, scheiß Bomb! Rennen oder Straßenrennen? Bin ich eingefahren. Tschüss, Max. Rundenzeit ist dann ja auch gleichzeitig die Rennzeit. Ja, das wäre ein bisschen sinnlos, das doppelt zu zählen, wa? Okay. Ja, ich dachte wegen der Welle. Was war das für eine Bodenwelle? Wie war das? Feine Murmel ist raus. Habe ich jetzt nur einen Punkt. Eins Bodenwelle. Ja, ne? Oh, ich kann meinen fünften Gang schalten. Ja, die Bodenwelle hat mich voll rausgeworfen, ey. Ganze Schwung weg. Rein, ja, ich hab dich trotzdem nicht gekriegt. Ja, aber Andi, aber ist okay. Du hast ja auch mehr Leistungsindex. Jetzt spiel dich nicht so auf hier. Dein Camaro. Wolltest du noch mal sagen? Ja, ja. Kann mir vielleicht jemand ein Sportgetriebe leihen? Nein. Ein Straßengetriebe würde auch tun. Und dann würde auch schon helfen, je nachdem von welchem Fahrzeug es halt ist. Manu, du kannst meins haben. Nimm mein Getriebe. Was für, ja, nein. Ich bin vor. Ich bin hier beim Schieben schneller. Kann es sein, dass gerade jeder Chef gewonnen hat? Huber? Nein. Also von den nutzbaren Gängen wird sich nicht viel verändern. Sag mal, ich hab auch nur 4 Gänge und ich beschwere mich nicht. Egi, wenn ihr draußen seid, ja, kannst bei du den Älteren einladen. Ja, die haben auch nicht mehr, das stimmt. Ich kann ja auch noch einen abgeben, ich hab nur einen. So. Wie sieht's denn eigentlich bei den, weil aus meiner Sicht bekommt man ja einfach die Duelle dieser Klasse gar nicht so mit. Wie sieht's denn da eigentlich gerade aus mit Camaro, Mustang und Chevelle und Falcon?
Wie ist da so der Eindruck aktuell bei euch? Naja, also man schleudert richtig um die Kurven. Ich sag das mal so, der Falcon ist schon ziemlich unterlegen. Okay. Außer wenn der Fahrer der Chevelle vor Kurven nicht bremst, dann kann man sehr gut dann. Also Chevelle-Fahrer so. Bitte wenig nicht mehr bremsen jetzt in Zukunft. Ja, ja. Weil deswegen den Rundkurs habe ich zum Beispiel gewonnen sogar, wo ich weniger Topspeed habe und so weiter und so fort. Einfach nur weil ich gebremst habe. Also der Mustang fährt sich. Also Bombe. Wer bremst, verliert, zählt bei den Klassikern anscheinend nicht. Ein Herz für Chevelle-Fahrer. Warte, ich habe noch nicht die Rute gesetzt. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Stadt. Oh nein. Jawohl. Digi, schickst du mir eine Einladung? Nee, das ist mit der Hauptstadt-Rundstrecke. Stadt-Rundstrecke. Nee, Rundstrecke haben wir schon. Wir machen jetzt ein Sprintrennen. Oh Gott. Ah ja, doch. Ja, und wie sieht's denn aus beim Mustang Boss gegen Camaro SS? Wie ist da so die Gefühlslage aktuell? Bis ich in den Begrenzer laufe, habe ich das Gefühl, ist meine Camaro überlegen, aber sobald ich dann im Begrenzer bin, kommt der Mustang. Huber, okay, du sollst ja auch nicht laufen, du sollst ja fahren. Also der Mustang fährt sich wie ein Schiff. Danke, Siki. Beim Laufen schneller. Was? Wie ein Schiff. Ein Schiff? Ja gut, fahren sie alle wie Schiffe. Haben die also alten Dinger so ein bisschen an sich. Das Fahrwerk ist Bombe. Das kann ich nicht bestätigen. Mach ein besseres Heck. Ja, das ist halt ein bisschen speziellerer Fahrstil, aber es macht schon eigentlich Spaß, die alten Amis zu fahren in Forza. Das muss ich schon sagen. Ganz ehrlich, Ray, was du mal machen musst, dir so einen alten nehmen und auf A aufbauen. Richtig gut. Auf A? Ja. Ja, aber unter X999 V12 Aventador Biturbo-Aufbau geht bei mir halt gar nichts. Ja, oder du kannst ja auch mal meine Tuning-Spoiler, die ich eingereicht habe. Spoiler auch nicht. So. Ach nee, das wurde jetzt ignoriert gerade. Ja, ich mach schon. Was nochmal? Du kannst ja auch meine Tunings bei RTDT testen. Deine Tunings? Ja. Muss halt ein Zufallsgenerator bestechen, ne? Ja, da kommt die Porsche drin. Wie heißt der eigentlich? Hallo Zufallsgenerator, ich habe einen weiblichen Zufallsgenerator für dich. Ja, der weibliche Zufallsgenerator-Name habe ich noch nicht entschieden. Ja, der ist noch Jutta. In der Überlegung. Jutta. Hat Brigitte aber wieder was entschieden. Hamba, mit A. Ja, danke. Die Angie. Oh nee. Das führt, glaube ich, zu keiner guten Entscheidung. Für uns alle Neuland. Jetzt bete ich zum Network-Gott, dass es klappt. Amen. Amen. Ich schaff's nicht. Dir auf, 4K-Filme anzuschauen. Nein! Solange sie nicht wieder die Game of Thrones Staffel schauen, dann ist das ja gleich vorbei. Ja. Wenn die mal eine Staffel anfangen, dann schauen die ganze Staffel durch. Wird man eigentlich in den Kommentaren beleidigt, wenn man jetzt spoilert? Was spoilert? Ja. Spoiler, ja, Dumbledore stirbt. Das macht man auch nicht. Man spoilert auch nicht. Am Ende wird schwarz. Han Solo stirbt. Ja, mein kleiner Finger, der. Was? Dein kleiner Finger stirbt? Der Imperator nein, lebt das, noch. Der Imperator stirbt noch. Oh, jetzt hab ich ziemlich viel gespoilert. Das finde ich jetzt aber unfair hier. Ich finde, der GT hat richtig die Traktion am Start. Sobald du halt, zweiten schießt, hat der Griff vorbei. Ich habe auch sehr viel Traktion, aber einfach, weil meine Gänge zu lang sind. Sagen wir so, du bringst deine Leistung erst sehr, sehr spät auf den Asphalt. Also eigentlich schon so schnell, dass der Griff da ist. Besser gesagt, ich bringe meine Leistung gar nicht auf den Asphalt. Ja. Aber nicht im Sinne von, weil du zu viel hast, sondern weil es halt einfach nicht rüberkommt. Gar nicht zur halt Geltung kommt. Bei 170 im fünften Gang wahrscheinlich. Sei froh, dass du kein Turbo hast. Ja, wie der neue. Ja, weil bis der dann mal anläuft, ist schon vorbei. Ja, mein Kompressor bringt mir leider auch nicht so die gewünschte Leistung. Der bricht so ein paar Ladedruck mehr. Dass da unten raus was kommt, richtig. Bitte ein paar Ladedruck mehr zu mitnehmen. Na komm, so kurz hier. Mit Ketchup kurz. Oder Mayo? Beides. Bitte. Beides, ja genau. Jetzt lag ich zwar nicht mehr über die Clubs. Was aber extra bei mir. Was erzählt da? Jetzt, Moment, ich. Jetzt sie leckt zwar nicht mehr rum, aber die laden nicht laden bei mir. Wow, Max. Max, überlass es reden jetzt bitte. Ja, bei mir ist gerade auch so ein bisschen. Also ich komme hier unter die engen Kurven gar nicht rum mit dem Wagen. Ja, Tim, was soll man da anbremsen?
Also ich muss sagen, ich bin sogar recht begeistert von der Feder 1, weil... Ich habe gerade einen falschen Duellpartner. Weil irgendwie... Überrascht, dass die Z06 nicht hinterherkommt, weil die müsste eigentlich hier diesen engen Dingern viel besser rumkommen als der GT. Naja. Irgendwie ja nicht. Muss nicht. Kann. Wenn wir jetzt wie eben ein paar Fehler machen, dann komme ich vielleicht wieder ran. Ja, ich habe gerade einen gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ich bin hier drin. Andi. Oh, tschüss, Andi. Naja, unten raus. Fehlt mir leider ein bisschen. Das hätte ich so gewonnen gegen mal. Ja, das sehe ich wieder davon. Oh ja, wart. Ne, aber eben Kurvenfahrt ist, muss ich sagen, die ZR1 eigentlich recht gut, muss ich sagen. Hätte nicht gedacht. Weil die ja eigentlich eher dafür bekannt ist, geradeaus zu prügeln, dann ist fertig. Schaff ich das? Nee. Ja, ab der C7 haben sie dann ja auch angefangen, wirklich performant zu werden. Ja, ja, klar, ist ja bei Camaro genauso. Ab der so Facelift-Modelle der 5er Camaro und jetzt ab der 6er Camaro ist ja auch. Die sind ja mega die Kurvenräuber, die Dinger. Ich muss ja sagen. War nicht bestätigt. Der Falcon in so engen Kurven macht sogar Spaß. So, dann würde ich mal sagen, dann lassen wir mal die Zahlen sprechen und nein, nicht den Hubraum, was natürlich auch sehr interessant wäre. Nein. Nein. Sondern wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Sondern wie viel Geld wir tatsächlich investiert haben. Der Welt kostet 80, der Falcon kostet 60. So, ja, 300 Millionen. Gucken jetzt einfach mal jeder noch selber bei sich, was das Ding denn so wert ist und dann gehen wir es einfach der Reihe nach durch. Ich will nicht. So. Gott, das wird jetzt zu viel. Feuer. Weil, darum. So. Ja, dann würde ich mal sagen, Andi? 86.000. Alles klar, Bjarne? 75.000. Umi? 80.000. Handsome Hubba? 110.000. Iggy? Ganze 300.000. Ich würd sagen, das teuerste Auto gewinnt, oder? Nee. Ich glaub, der Bird GT. 400.000. Alter. Voll übertrieben. Prüferkordel. 60. Iggy? 110.000. Simply? 52.250. Dem Porsche? 230.000. Das ist schon eine Ansage, aber okay. Tamin? 60.000. Und die ZR1 125.000. Okay. Das sieht man, dass die Corvette eher für die Masse ist als der Ford GT. Ja, Ford GT ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Das kann man schon, glaube ich, schon so sagen. Jetzt habe ich irgendeine Löffelliste gestartet, die ich gar nicht starten wollte. Oh ja. Okay. So, wer nimmt an, wer nimmt an, wer nimmt an? Ich kann das mit Braveheart. Das hat echt irgendjemand angenommen. Ne? Ja, schön. Und jetzt kommt auch noch so eine Drecksmusik, wo ich jetzt schön drüber labern muss, sonst habe ich wieder Copyright-Probleme. Bla bla bla. Nein. Bla 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 bla. Was hat der Ferrari jetzt zu suchen? Wir sind ja bei den Amis. Okay, mach die Blitzer. Hier ist Forza Horizon. Man kann ja Horizon 2 raus kaufen in dem Laden. Endlich mal qualitativ. Ray, und Horizon 1 auch. So, hey, wir kommen eigentlich zum Kram-Finale. Boah, muss ich haben. Und schauen mal, was wir da so hinkriegen. Ja, stimmt, da kann man Motorsport 4 kaufen. Und Horizon 2, also noch. Doch, naja, Horizon. Wo? What is Finale? Was wohl? Das ist natürlich das beste Rennen. Das entscheidende ist das, was die Amis am besten können, natürlich. Das, was am aussagekräftigsten ist über die Anfahreigenschaften. Also ich habe mich ja gefreut, dass mein Ford GT so wenig Bodenfreiheit hat. Jetzt freue ich mich nicht mehr drüber. Horizon ist nicht ganz so schlimm. In der Simulation wäre jetzt Ende für dich auf jeden Fall. Oh. Wenigstens ist der einzigste, wo schön tief ist. Max spawnt hier unser Auto einfach direkt kaputt. Assetto Corsa würde so unter Boden glitschen jetzt mit dem Auto. Auf so einer Strecke. Hör auf mich anzuschieben, hör auf mich rauszuschieben. Hörst du auf, böser Max?
ich bin einfach durch durchgefahren, hab nicht mal eine Kollision gehabt. Oh oh. Au. Vielleicht, vielleicht bringen mir meine Gänge jetzt ja was. Mehr Grip. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, weil bisher die Kurse, wo es rumgeht, war der Muster ja nicht so brutal. Und jetzt kommt, jetzt gewinnt die Chevelle. Also, ein Punkt sollte ich ja schon noch sammeln. Hast du bis jetzt alles verloren? Ja, ich glaube. Okay. Der gut, Chevelle? Hat's aber auch schon umgekehrt, wo du tatsächlich alles gegen mich gewonnen hast. Ja. Also Chevelle war übelst gut beim Topspeed. Nee, Topspeed hat ZR1 hier, der 350 glatt gehabt, der hat 348 gehabt. Andi, was? Ja, war das genau. Nö, Topspeed. Ich hätte Windschatten gebraucht. Ja. So aus der Crew 1, so 500 zu gewinnen. Ist schon ein schöner Startplatz, muss ich sagen. Ach komm. Crash. Kollision ist auch wie immer im Finale, ne? Max, du weißt, was du zu tun hast. Für unser Team. Zähl ich mal Corvette-Dominanz am Start hier. Also, Target Corvette. Rambock ist bereit. Ja, jetzt euch nicht hier abschießen, ne? Nein. Doch, doch. Ich muss vor Huber aufpassen. Ja, nicht euch abschießen. Ja, jetzt packen alle raus. Jetzt werden alle abgecrashed. Sorry, Hubber. Na, planmäßig untersteuern. Zeig geil, wie sich das durchsetzt mit dem Hubber. Oh. Sorry. War nur schon okay, witzig. Ich weiß. Und da hab ich mich gedreht und das war's mit dem Rennen. Und jetzt aber, dass die beiden Corvettes gerade so nah aneinander sind. Ich hab ja in letzter Zeit öfters mal einen Checkpoint verpasst. Also bei uns hinten, das Rennen ist immer echt speziell mit uns Vieren. Ja. Also Driften ist auch so etwas speziell. Ich folg der Corvette. Ja, wir schaut gerade mir ein bisschen. Du das. Kommt nur noch an, welcher Corvette du folgst. Aber ich hab irgendwann gesagt, dass wir die Abkürzung verboten haben. Sandwich. Nein! Nee. Tim, sie nimmt da nämlich auch. Was machst du, Mann, Junge? Bin ich gerade voll am Checkpoint vorbeigedrückt. Tim doch gar nicht. Doch? Crash Max ab. Ach, du hast ein so gutes Fahrzeug, das holst du locker wieder rein. Trotzdem, du schiebst die Blech auch. Haben wir gerade schon wieder Chevy Treiber. Im Bleed, das war gerade auch wieder knapp am Checkpoint. Ach, komm schon. Hey, solange du mich berührst, kriegst du den eh. Passt. Nee, eben nicht. Hab ich aber Ray gerade auch nicht gekriegt. Ja, das ist bei Ray schon mal. Okay, ich muss schon echt fairerweise sagen, ich hab Murmel schon mit Absicht da dran vorbeigedrückt, dass die andere Corvette gewinnt. Oh, danke schön. Ich muss schon sagen, ich muss ja schon sagen, Corvette muss ja schon zusammenhalten, oder? Ja. Gehört, Higi? Aber was? Aber sagen wir's mal ganz ehrlich, ich glaube, der Ford GT hat genug Duelle gewonnen gegen die Z06. Und wenn das der Punkt am Schluss jetzt wirklich entscheidend sein sollte zwischen den beiden, dann. Alle bis auf den Bremstest sogar. Ich glaube, kriegst du den auch geschenkt. Sag mal ganz ehrlich, wer würde Max nicht abcrushen? Ich glaube, das wird nicht entscheidend sein. Das glaube ich jetzt was nicht. Ich glaube, die Duelle sind zu eindeutig ausgegangen hier. Hey, nicht alle außer dem Bremstest gewonnen mit dem GT. Ja, und hier hast du jetzt auch verloren, weil dein Navi-System nicht... Nein, Spaß. Ich bin drin. Ich bin schon wieder auf Platz 4 vorgefahren. Das geht gerade. 4 Sekunden habe ich. Ich hätte gern 5 Runden mehr, dann würde ich auch noch voll aufholen. Wenn du mir vorbeikommst. Ja, es hilft. Nein! Tatsächlich mit den Gang hier, oder? Hey, Higi, wo bist du eigentlich? Ja, ich hab den Checkpoint verpasst, dann, war ja, das da hab ich an sich. Die verpassen gern mal einen Checkpoint, ne, Murmel? Dann kam, aber dann wie war ist das dann Andi so Tarn, schnell? Dann war Z28 nochmal jemand, der ein bisschen mich an die Bande gedrückt hat. Durch die Bannen oder was? Oh, schön das Leid. Hey, wieso ist Tim hinter uns? Checkpoint, sagt man dem. Oh. Oh nein. Ja, das ist cool, wie das Siki halt immer noch so die offizielle Route die ganze Zeit fährt, wenn sonst glaube ich was nicht fährt. Das habe ich mir schon gedacht, Alter, was war denn das für eine Aktion? Ich hab gedacht, ich krieg's noch mit dem Check, mit dem Hack die Checkpoint-Flagge. Hast du schon wieder Checkpoint verpasst? Ja, ganz knapp gerade. Ja, dann ich hast du ja was damit verloren jetzt. Als ich Andi überholen wollte. Tja, ich würde sagen, wieder Chevy 3 passt. Du schubst dein eigenes Team hier weg. Das war ja mal jetzt ein Corvette-Super-Finish, oder? Wow, jetzt habe ich sogar noch den neuen Ford GT überholt. Wow, Max. Ja, du hast sogar noch eine schnellere Runde genommen, weil ich die Abkürzung nicht habe. Ja, von der Runde. Ich habe halt die Abkürzung genommen, deswegen hatte ich ja die schnellere Runde. Ray, von der Rundenzeit war ich besser, bringt mir nur leider nichts. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte da bei dem Bergaufabschnitt, habe ich fast gar keinen Grip gekriegt, irgendwie die ganze Zeit hergekommen.
Ich hatte zu viel Grip. Oh nein, wirklich? Ich hab dich eine Runde Tim! Ah, okay. Oh nein. Das war richtig heftig gemacht von dir. Einfach nicht bremsen rein. Das hat mir Spaß gemacht, das Auto zu fahren. Ja, war okay. Ja, und wie am Anfang der Folge schon gesagt, Endergebnis findet ihr in der Videobeschreibung, welche Marke dann schlussendlich gewonnen habt. Welchen Tipp habt ihr denn? Das frage ich mal, weil ich glaube, von uns hat jetzt keiner mitgerechnet. Ford. Chevy. Dodge. Ford. Chevy, eindeutig. Ja, oh, ich denke auch Chevy. Ich würde sagen Chevy. Ich glaube auch, dass Chevy gewonnen hat tatsächlich. Auch wenn beim Spitzenduell zwischen modernen Ford GT und jetzt Z06 Corvette es andersrum aussah, aber ich glaube nicht, dass das den Rest aufwiegt. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Endergebnis ist in der Videobeschreibung. Wir sind jetzt raus mit diesem Magenduell. Es wird weitere Magenduelle in Zukunft geben. Auch Dodge aus Amerika wollte noch unbedingt sich messen mit den beiden hier. Deswegen gucken wir mal, was da noch so kommt. Und ich würde sagen, vielen Dank für alle, die mit dabei waren. Vielen Dank nochmal an Andi, der die größten oder großen Teil der Duelle rausgesucht hat. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Goodbye.